Edward Seacott, Joseph Jefferson Jackson, Arnold Gandel, Charles Risbach, Oscar Felch, Claude Williams und George Weaver werden hiermit der Verschwörung angeklagt, bei einem Spiel betrogen zu haben. Komm, wir schauen uns das Spiel der Schottland. Baseball im Jahre 1919. Alle Spieler hatten feste Verträge, doch keine Millionengehälter. Aber sie bildeten ein Team, das keiner schlagen konnte. Die wahre Geschichte der Mannschaft, die man die Black Sox nannte, und der Skandal, der die Herzen der Nation brach. Jeder, der in dieser Saison gegen meine Sox wettet, muss ein Idiot sein. Und du glaubst, dass du 7 Männer des besten Vereins finden kannst, die Weltmeisterschaft schmeißen würden? Lauf, Joe! Wenn Julius Joe nicht mitmacht, sage ich nein! Ihr wollt mich? Stell dich doch nicht so blöd an. Schreib einfach deinen Namen drunter, Joe. Wir haben ein Abkommen mit den Jungs. Ein paar Naivlinge haben einen Deal verabredet. Die Spieler stecken jetzt mit drin. Wollen sie vielleicht die Bullen rufen? Warum hast du das gemacht, Eddie? Eddie kann ganz allein 3 Spiele ohne schmeißen. Eddie vergessen wir das Ganze. Strike! Wie viele Spiele hat Mr. Seacott dieses Jahr für uns gewonnen? 29, Sir. Sie haben gesagt, wenn ich 30 Spiele gewinne, bekäme ich eine $10,000 Prämie. 29 ist nicht 30, Eddie. Was bedeutet das denn? Was heißt das? Dann mache ich das Spiel und fühle mich schlecht. Du kannst diese Typen nicht reinlegen. Ich weiß genau, was du vorhast. Sie waren die Erfüllung eines amerikanischen Traums. Sie waren die Besten, die es jemals gab. 9 Männer spielten das Spiel, doch als es vorbei war, waren 8 von ihnen draußen. Was halten Sie denn jetzt von Ihren Spielern, Mr. Gleason? Ich glaube, Sie sind der beste Verein, den es jemals gab, Buster.